Daniel, fucked up wie ne Bitch. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. You killed them all. Ischka, Pfannkuchengesicht, Uschkol, Moonwalk-Typi. Sie sind alle nicht mehr da. Alle weg. Willkommen zu. Seht ihr die Karte? Schatten. Ja, er hat meinen Safe bekommen. Also alles, was er in den letzten 312 Parts gemacht hat, ist voll für die Cuts. Das ist richtig. Also im Prinzip, ich muss es etwas ausschweifender erklären. Also alles fing damit an, dass ich quasi umgezogen bin, jetzt zwischen den Jahren. Und während dem Umzug musste natürlich auch der PC umgebaut werden, was aber eigentlich weniger das Problem war. Aber mein PC war ja teilweise sehr langsam, deswegen habe ich ja die ganze Zeit davon geredet, dass ich ihn neu aufsetzen will. Und ja, schlussendlich ist es jetzt so, dass der PC zweimal neu aufgesetzt wurde. Weil einmal mit Windows 10 und dann hatte ich aber keinen Key und dann habe ich mir einen Key bestellt und dann habe ich es nochmal. Dann mussten wir es irgendwie nochmal aktivieren und ja. Und deswegen ist beim zweiten Mal, weil Laufwerk D, wo der Spielstand von Shadow of Mordor drauf gespeichert war, ist beim zweiten Mal irgendwie ja nicht so übernommen worden. Und dann musste der Jonas das auseinandernehmen und nochmal trennen, damit es wieder als ein Laufwerk angezeigt wurde und ja, deswegen ist der Spielstand weg. You fucked up, Jonas fucked up, all of you fucked up. Stupid Idiots. Und das ist mir aber auch heute erst so aufgefallen, ich habe ja den ganzen Dokumente-Ordner kopiert, weil ich davon ausgegangen bin, dass Shadow of Mordor, so wie die meisten Spiele das ja normalerweise machen, seine Speicherdateien in Dokumente ablegt, aber nein, tatsächlich nicht, sondern die waren im Steam-Ordner gespeichert, ausgerechnet auf Laufwerk D, also Laufwerk A habe ich noch komplett so übernommen, mit den ganzen, also wo meine meisten Spiele drauf waren, aber Laufwerk D waren auch so ein paar Spiele drauf, weil Laufwerk D ist quasi das erste, was ich hatte, und als es voll war, habe ich mir damals Laufwerk A zugelegt, extra für Spiele. Und ja, deswegen ist quasi das Ganze gelöscht worden mit dem Spiel. Was sehr, sehr bitter ist, weil es wirklich eins der wenigen Spiele war, die auf D gespeichert waren. Die anderen waren nämlich alle auf A gespeichert. Was ab? Das ist traurig, voll traurig. Ich muss diese Mission starten. Vernichtungsschlag, Metzlerorden von Feinden nieder, um Takra der Zornige zu zwingen, sich dir zu stellen. Ja, und wir sind jetzt, wie gesagt, bei Patzespielchen. Nur die Stärke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich uns. Das heißt, im Endeffekt ist natürlich nicht so viel gemacht wie bei mir. Diese ganzen Sachen, die ich gesammelt habe, die ganzen Herausforderungen, die ich gemacht habe, ist alles nicht gemacht. Zumindest ein Teil davon nicht. Und ich habe jetzt beschlossen, einfach weil dieses Let's Play auch irgendwann mal enden muss, mich jetzt rein auf die Hauptmissionen zu konzentrieren und die Nebenmissionen jetzt ganz außer Acht zu lassen, weil sonst kommen wir nie parat, weil vor ungefähr 2 Wochen wurde jetzt schon der Nachfolger angekündigt, was ziemlich krass ist, weil das Spiel hier ist von 2014, ich glaube Ende 2015, Anfang 2016 irgendwann habe ich mit dem Let's Play hier angefangen, deswegen wird es mal langsam Zeit, dass das Ganze sein Ende findet. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt diese 5 oder 4 Hauptmänner, die ich noch brandmarken muss für die Hauptmission, dass ich die jetzt brandmarken kann, ohne jetzt großartig Probleme zu bekommen. Weil ich ja, wie gesagt, nicht so viel Vorbereitung habe. Ansonsten muss ich halt gucken, dass ich vielleicht bei den anderen Hauptmännern mal schaue, ob ich da mir die Untertanen zunutze mache. Aber bei denen probiere ich es jetzt einfach mal frei Schnauze. Und ich glaube, ich habe mir auch direkt den schwersten ausgesucht. Oh, nö. Du hast ja nicht den schwersten ausgesucht. Weil der Typ hier, der hat direkt 2 Leibwächter. Die anderen haben entweder gar keinen. Bei mir hat einer 4.
Bei mir nicht, ne. Die haben entweder gar keinen oder nur einen. Der ist der einzige, der zwei hat. Komisch. Weil nämlich Uxchak, der Säufer, hat vier. Mal gleich gucken, warte mal. Stopp, falsch. Doch, ne, ist ja richtig. Uxchak, der Säufer. Okay, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Aber hier steht es. Guck, der da hat gar keinen, der mittlere. Der da hat nur den einen da unten. Und der hat auch nur den Nein, einen. Sag mir nicht, dass der ganz links unten da Bolk ist. Ganz links unten? Sag mir nicht, dass das Bolk ist. Marco, Fleisch, noch was. Oh, okay, ist noch Marco. Schau ihn an. Da ist er. Ich weiß, bei mir ist er jetzt in der. Warte, wo ist er denn? Bei mir ist er, glaube ich, zweite Reihe oder so. Oder nein? Ja, bei mir ist er gerade eben, als ich den Tarz-Typen umgebracht habe, ist er gestorben. Ich hab ihn gleich erwischt! Ich sollte mich um Signalfeuer kümmern! Cool, wie du den Nice Fingers. Könnt ihr jetzt mal Alarm auslösen oder was? Da, 35 Uhr. Jetzt hast du es. Ja gut, I'm ready. Okay, die Perspektive ist gerade ziemlich bescheiden. Vielleicht bin ich doch nicht ganz so ready. Oh. Das ist doch irgendwie mehr, als ich gedacht habe. Oh. Oh fuck. Fuck you! Wow. Ah, kommst eh gut voran. 14 von 35. Ja, ich habe auch sehr offensiv gekämpft, aber ich muss mal so langsam gucken. Ja, Furcht vor Karagor. Lauft auch. Ah, was sind denn hier noch? Oh, Urux. Da. Und ich hab mir den guten Kampf erhofft. Ah, shit. Nein, das hatte ich jetzt nicht geplant. Die Karagor sollten eigentlich eher eine Hilfe sein. Oh, weg hier. Schnell nach oben. Totmensch! Du kriegst mehr, als du gewollt hast. Oh ne. Wer bist du? Er ist der Berater. Er berät dich. Ah gut, ich hab seine Dings noch nicht. Er ist ein Elite-Hauptmann. Ja, das ist halt das Ding. Ich muss jetzt meine Taktiken komplett umändern, wenn ich will, dass dieses Let's Play irgendwann mal zu einem Ende kommt, weil ich habe normalerweise immer mit viel Vorbereitung gekämpft. Das hier ist jetzt halt das komplette Gegenteil. Und er haut schon wieder ab. Er hat Angst vor Karagorn. Er ist gerade eben erst abgehauen. Weil er Angst vor dem Karagorn hatte. Du Unheim der Ausbilder, I'm gonna kill you. Ich muss mal irgendwie eine Pflanze fressen oder so. Jetzt bin ich gleich down. Okay, kann ich. Ja,
wisst doch gar nicht mal, wo ich bin, ihr Vollidioten. Ich wollte das alle hier rauf. Das ist aber nett. Er ist erschienen. Tagra, 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 Tagra. Ja, komm. Ja. Irgendwann kommt die Stimme. Oh shit, ich sollte das ganze Kraut mal liegen lassen, Alter. Ich werde dein Schwert spalten und es deiner trauernden Witwe überbringen. Ja, aber die ist doch schon tot. Mann, Tagra, informier dich doch mal ein bisschen. Nein, das ist doch heim, Mann. Huba, Buba, Huba, Buba. Huba, Buba. Die wissen alle nicht, wo ich bin. Ich wünschte, ich hätte jetzt eben geschossen, Mann. Oh fuck. Ich bin am Arsch. Warum bist du am Arsch? Das ist, weil ich komplett unvorbereitet und verdammt normal. Hier sind tausende Uruks um mich herum. Hi. Arschgarn, oh nein. Arschgarn! Er ist hier, da. Da. Oh nö. Arschgarn. Arschgarn, der Sadist. Ich hoffe, er ist empfindlich gegen Schleichangriffe. Der Feigling ist abgehauen. Doch nicht so. Nein, er ist immun gegen Schleichen, natürlich. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Ja, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, mal irgendwie sich einen Vorteil hier rauszuarbeiten. Hinten ist so ein komisches Fliegennest. Halt die Schnauze, Arschdan. Arschdan. Ah. You're right, I can't do this. Ich brauche nur Elbengeschosse. Dann bin ich bereit. Ach, du hast mich auch mal bemerkt. Arschgarn. Das ist aber schön, dass du mich auch bemerkt hast, Arschgarn. Wo ist denn das scheiß Fliegendings, was ich hier gerade eben noch hatte? Wo sind die Elbengeschosse? Damit ich mir einiges einfacher machen kann. Weißt du was, fuck it. Wir reißen dich in Stücke und überlassen dich den Grauks. Halte doch euer Maul. Ah, da kommt der ganze Fanclub, Mann. Ach shit. Das ist halt. Das ist überhaupt nicht gut. Wie soll ich denn das schaffen? Fuck. Gibt es hier irgendwo noch Karagore? Ne, die habe ich schon angelockt. Ich bin ja hier in der fucking Uruk-Festung. Ich auch, okay? Du bist nichts Besonderes. Oh doch. Nein. Du bist stupid. Arschgarn, Huba, Buba. Toll, er ist immun gegen Schleichen, immun gegen Fernkampf und ist Monsterschlechter. Aber er kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Alter, wie soll ich denn den Kerl besiegen? Das geht gar nicht. Kann ich nicht alle aufhalten? Mevi.
Me, but I can never fucking try. Ah, oh, der ist auch immun gegen Schleichen. Das ist doch alles, das ist doch unmöglich hier. Au! Es ist eine 500-Mann-Armee. Oh, that's nice. That's nice that you give me that option. Danke. Wo ist denn meine Armee, wenn ich sie mal brauche? Die hast du alle sterben lassen. Okay. Arztusch, der Plünderer ist tot. Ich nur noch mit Kack Schildtypis hier rumärgern. Anderen Typis. Deine Freunde interessieren mich an den Scheißdreck, Junge. Alter. Alter. Der eine Typ, den der dabei hat, der ist... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay. Jetzt ist er auch noch in einem Rage-Zustand. Au! Der jagt mir von Pfeil in meinen Arsch. What the fuck? What the fuck? Oh oh. He killed me! Und das ist nicht der Arsch auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Du sagst es. Nein, Ukron ist nebenbei auch auf Stufe 20 aufgestiegen. Volk wurde befördert. All the plans come into motion. Das funktioniert so nicht, Patze. Das funktioniert so überhaupt nicht. Ich muss das mit Vorbereitung machen. Das geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich den Typen sonst killen soll. Musst du nicht brandmarken? Ja, das ist noch schlimmer. Ich muss ihn auch noch brandmarken. Warum brandmarkst du nicht irgendwelche anderen? Ja, ich muss zuerst seine Hauptmänner brandmarken, sonst habe ich gar keine Chance. Naja. Aber du könntest die andere Orks brandmarken und die könnten ja dir helfen. Ja, aber das reicht nicht. Weißt du, was hier von der Armee kommt? Ja, es ist nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Ich muss weg hier. Alter. Okay. Lass mal gucken. Immun gegen Fernkampf. War so klar. Ja, die sind immer gegen das Immun, mit dem man sie gerade angreift. Also das ist schön. Ja, noch hat er sein Leben nicht regeneriert. Vielleicht wenn ich jetzt... Au! Fuck, Gangbang! Hab ihn hier. Ja, Einführung, letzte Chance! Nö, Spiel, danke, dass du mir jetzt das erklärst! Stupid Video Game!